Ja, also wir sind bei uns einmal grundsätzlich eine Entwicklungsfirma. Wir haben ein Team von an die 15 Mitarbeitern, die rein in der Entwicklung sind. Wir sind in Summe 22, wo auch Vertrieb, Projektmanagement etc. dabei ist, System Engineers. Die Hälfte von diesen Entwicklern, von den 15 Entwicklern, ist Software und Embedded, also Firmware, Hardware-nahe, die in Hierarchien geteilt sind. Also wir haben einen Chefentwickler mit drei Teams drunter. Das ist eben die Hardware, die Software und die Firmware, wo auch jeder von diesen Teamleitern selber mitarbeiten muss. Ja, also es ist auch der Entwicklungsleiter selber noch immer aktiv in den Entwicklungen mit eingebunden. Also wir haben keinen Non-Playing-Captain. Selbst ich bin im Vertrieb mit eingebunden, bin weniger in der Entwicklung. Und damit ist im Prinzip jeder im operativen Team oder im operativen Tagesgeschäft involviert. Wir sind ein sehr diverses Team. Das behaupten viele. Ich glaube es, dass wir es wirklich sind, weil wir haben bei uns, bei die in Summe 22 Mitarbeiter, an die 10 Nationalitäten dabei. Das hat dann mit dem Hintergrund, was wir technisch tun, zu dem kommt man oder komme ich dann ein bisschen später. Diese 10 Nationen verteilen sich im Prinzip, ja, über ganz Europa bis nach Nordamerika. Sogar teilweise, ja, nicht teilweise, auch Asiaten mit dabei. Damit ist fix, die Bürokommunikationssprache ist Englisch. Wir haben noch ganz wenige Meetings, wo wirklich auch Deutsch ist, aber alles, was Berichte, Präsentationen, Beschreibungen der Projekte etc. ist alles in Englisch. Was noch interessant ist über unser Team ist, wir sind von diesen knapp über 20 Mitarbeitern zu 90, 95% Techniker. Also alles, was auch Vertriebssystem Engineers dahinter ist, ist noch immer alles aus dem technischen Bereich. Wobei wir ja eher aus dem Hardware-System kommen, aber wie gesagt, das kommt dann auch bei den technischen Herausforderungen. Das hat auch mit dem zu tun, warum wir so stark techniklastig sind. Unsere Kunden kommen aus dem akademischen Bereich. Also wir haben Kunden weltweit, da sind unsere Leute auf der ganzen Welt unterwegs, um zu akquirieren, dort auch die Systeme aufzubauen. Und die Kunden sind, wie gesagt, Universitäten, die im Forschungsbereich der Netzstabilität, erneuerbaren Energien, alternativen Antrieben sind. Da bewegt sich gerade sehr viel. Da ist sehr viel Investition auch von öffentlicher Hand wird dort investiert. Und damit können dort die Universitäten sehr viel in die Testanlagen investieren. Der Recruiting-Prozess. Recruiting-Prozess ist derzeit ein, wie vor vielen sicherlich auch schon erfahrener Prozess, der schwierig ist, aus dem Grund, weil sich die Situation komplett verändert hat. Wir haben vor mehreren Jahren wesentlich einfacher Bewerber bekommen für Entwicklungsjobs und damit hat sich auch der Prozess komplett verändert. Früher hat man als Unternehmen halt Schaltungen gemacht in den Medien, hat Bewerber dazu gekriegt. Heute sind wir die, die sie auf Plattformen wie eben DevJobs, LinkedIn, auch über Personalberater aktiv bei potenziellen Bewerbern vorstellen müssen und uns attraktiv darstellen. Das machen wir mittlerweile auch sehr stark, wobei es abhängt vom tatsächlichen Anforderungsprofil, also ob es ein Projektleiter ist, ein Techniker. Ob wir über DevJobs oder LinkedIn gehen, weil auch ganz einfach manche Leute sich eher im LinkedIn bewegen, das waren klassisch Vertrieblinge, oder eben bei DevJobs mit Software-, Firmware-Themen. Der Prozess, sobald wir eine Bewerbung haben, ist dann relativ überschaubar. Dadurch, dass wir ein kleines Unternehmen sind, ist das erste Gespräch mittlerweile online, aufgrund von Corona oder eben dann persönlich vor Ort. Und wenn das gut läuft, dann ist das zweite Gespräch schon nur mehr mit der Führungsebene und ist im Prinzip schon entschieden. Das, was für uns mittlerweile ein starkes Thema ist, wir schauen auf die soziale Kompetenz der Mitarbeiter, schon beim Einstellen. Englisch ist sowieso klar, also Englisch ist ein Muss aufgrund der Unternehmenssprache. Aber die soziale Kompetenz allein aus dem Grund, weil das Fachliche kann man ein bisschen formen, entwickeln und auch spezialisieren. Aber ins Team passen ist für uns wichtig. Eben weil wir auch sehr divers sind. Da gehen ein paar Sachen
oder müssen ein paar Sachen vorausgesetzt sein. Das, was für uns jetzt auch noch dazu kommt im Hiring-Prozess, ist, dass wir die Benefits sehr stark in den Vordergrund stellen mittlerweile. Das sind Kleinigkeiten, das fängt an, was jeder hat mittlerweile, eine Kaffeemaschine, die für jeden zugänglich ist, das ist noch das Kleinere. Aber das geht weiter mit der Arbeitszeitgestaltung, dass wir halt diese Arbeitszeiten sehr flexibel gestalten, Homeoffice. Wir sind öffentlich über einen Radweg erreichbar. Wir haben eine Dusche in der Firma, wo man das auch nutzen kann, dass man wirklich mit dem Fahrrad fährt. Wir liegen direkt neben der Donau am Radweg, muss man dazu sagen. Mit Blick vom Büro auf den Fahrradweg. Wir supporten im Bereich Bildungsteilzeit, also dass die Mitarbeiter auch neben dem Studium bei uns arbeiten können oder umgekehrt neben der Arbeit bei uns auch weiter studieren können. Wir forcieren das auch, weil das Know-how für uns ein essentieller Bestandteil der Weiterentwicklung ist. Wir gehen auf Familienbedürfnisse ein, soweit das im Kontext möglich ist, und machen dementsprechend auch soziale Events, Company Picnic im Sommer, was halt sie anbietet, was möglich ist. Ja. Also, mit welchen Technologien arbeiten wir? Die Software selbst wird bei uns, also die Software ist die Oberfläche zum Kunden hin jetzt in dem Fall, aber programmieren wir mit C++, machen damit auch die Apps, die jetzt bei uns eben die Brennstoffzelle, das Photovoltaikmodul, die elektrische Maschine abbilden sollen. Das heißt, die Apps programmieren wir auch selbst bei uns im Haus. Das ist mittlerweile ein ganz wesentlicher Aspekt und auch ein Argument zum Kunden hin. Da heben wir uns definitiv von anderen Unternehmen ab. Die VHDL-Entwicklung bei uns im Haus läuft über Simulink. Die Modelle werden von Hardware-Entwickler erstellt und letztendlich dann in der Firmware-Abteilung übersetzt, sodass wir es dann im FPGA tatsächlich testen können, damit das auch dort funktioniert. Das Ganze wird dann, die Schnittstellen dazu, da glaube ich, braucht man jetzt nicht weiter reingehen, da sind SFP-Schnittstellen, um das auch sehr schnell abbilden zu können, die Kommunikation zwischen dem FPGA und unserer Steuerung, die wir auch im Haus selbst bauen, also die CCDs nennen wir es. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir fertigen ein Produkt, das nennt sich Digital Power Twin. Wir waren vom Selbstverständnis bis noch nicht vor langer Zeit ein Hardware-Entwicklungsunternehmen, aber wie der Name eigentlich schon sagt, ist es digital. Wir kreieren mit diesem Produkt ein Modell von realen Produkten. Das kann sein eine Brennstoffzelle, eine Solarzelle, also ein Photovoltaikmodul, ein Wechselrichter, Batterien, die wir dann über dieses Modell in Leistungselektronik als Quelle oder Senke, also als Last, nachbilden in Echtzeit, um damit die Gegenseite, also das Stromnetz etc. real testen zu können. Das fängt an bei ein paar Kilowatt und geht bis zu Megawatt. Mit dem implizieren wir ja schon, dass wir sehr viel Hardware entwickeln. Tatsächlich ist es aber so, dass die Kompetenz liegt in dieser Firmware-Entwicklung, also in dem Embedded System. Und da sieht man dann auch schon, dass wir Leute brauchen, die beides verstehen. Also es bringt bei uns sehr viel, wenn man die Kombination aus der Firmware, also von dem, was man mit der Software erreichen will, also mit dem Modell, das man designt und dann in VHDL bei uns integriert, um die FPGAs, die ein ganz wesentlicher Bestandteil bei uns für die Steuerung sind, betreiben zu können, mit den schnellen Schnittstellen, bei uns ist das jetzt SFP zum Beispiel, auf die Hardware zu übersetzen. Ja? Und damit brauchen wir beides. Wir brauchen jetzt die Leute, die wirklich in der Firmware und in der Software, die Software machen wir jetzt in unserem Fall über C, um eben hardware-nahe agieren zu können, um die Hardware dementsprechend ansteuern zu können. Und damit brauchen wir eben, wie gesagt, die Leute, die speziell in C oder in VHDL stark sind, die aber auch ein gewisses Basisverständnis. Da unterscheiden sie Hardwerker und Softwerker doch sehr deutlich. Dieses Verständnis mitzubringen, was das Gesamtsystem erreichen können muss. Das unterscheidet jetzt unsere Softwareentwickler sehr stark von klassischen Datenbank
Designer, weil das sehr hardwarenahe abgestellt oder gemeinsam mit der Hardware entwickelt wird. Ja. Um daraus ein gesamtes Produkt entwickeln zu können. Eben in unserem Fall jetzt diesen Digital Power Twin. Das eine funktioniert nicht ohne dem anderen.